Jo zusammen, wie geht's euch? Habt ihr gut geschlafen? Heute geht's um die Zukunft, um Drohnen. Genauer gesagt geht's um die Einsteigerdrohne Unique Breeze. Wobei sollte ich eher fliegende Kamera sagen, denn genau das ist es, was die Drohne verspricht. Kein Spielzeug, sondern ein ernstzunehmendes Stück Technik für Filmmaker und Videoproduzenten. Wo fange ich denn jetzt da an? Ach ja. Out of the box finden wir neben der Drohne noch eine andere Box, in der wir die Drohne verstauen können. Außerdem sind noch Rotorschutzblätter für Indoor und ein Lade- sowie Mini-USB-Kabel mit dabei. Das Montieren der Rotorschutzblätter geht dabei völlig ohne Probleme, allerdings kann es wie bei mir sein, dass nach einiger Zeit die Rotorschutzblätter durchbrechen. Tja, schade eigentlich. Auch der Akku ist leicht und idiotensicher anzubringen. Einzig und allein gibt es ein kleines Problem beim Einstecken des Mini-USB-Kabels für den Datenaustausch. Ist die Drohne erstmal startbereit, musst du noch mit eurem Handy bzw. Tablet für die Steuerung verbunden werden. Das geht leicht und macht eigentlich keine Probleme. Die App ist übersichtlich gestaltet und weist keine Schwierigkeiten bzw. Programmabstürze auf. Einzige Ausnahme ist, wenn euer Handy wegen Kälte sofort ausgeht. In der App könnt ihr neben tausenden Einstellungen auch noch zwischen verschiedenen Flugmodi für die Drohne wählen. Da habt ihr zum Beispiel den Selfie-Modus, der ist eben genau dafür da, aus Größen, Höhen, Klippen etc. Selfies zu machen. Jetzt Filmmaker aufgepasst, es gibt nämlich auch noch den Orbit- bzw. Journey-Modus. Im Orbit-Modus umkreist die Drohne ein zuvor per Entfernung eingestelltes Objekt immer wieder. Im Journey-Modus dagegen fliegt die Kamera von einem Startpunkt in einem durch den Neigungswinkel der Kamera eingestellten Winkel nach hinten weg und kommt dann nach gewisser Zeit wieder zurück. Dann gibt es allerdings auch noch den Follow-Me-Modus, in der die Drohne euch eigentlich hinterherfliegen solle. Leider hat bei mir die Drohne mir nur hinterhergeguckt und ich konnte leider kein richtiges Follow-Me-Gefühl in dem Sinne entwickeln. Dann gibt es noch den klassischen Pilotenmodus. Das ist eigentlich das Beste für Kenner und vor allen Dingen für improvisierte und sichere Fahrten mit der Drohne. Das automatische Landen bzw. Starten der Drohne mit Return to Home Point funktioniert sehr gut und hat mir noch kein einziges Mal ein Problem bereitet und ist absolut idiotensicher das noch dazu. Tja, die Kamera, was lässt sich zur Kamera sagen? Also ich hatte vorher zugegebenermaßen etwas Angst vor der Kamera, ich dachte, man kann das Material nicht verwerten, aber völlig ohne Grund, wie ich jetzt feststellen durfte. Ihr könnt bei der Breeze zwischen 720p 60 Frames mit digitaler Bildstabilisierung, 1080p 30 mit digitaler Bildstabilisierung und 4K allerdings ohne digitale Bildstabilisierung wählen. Das ist schade bei 4K, wobei lässt sich verschmerzen. Man kann rein vom Bild her alle Aufnahmen gebrauchen. Ich benutze meistens 1080p 30. Allerdings gibt es große Probleme im Nachtmodus. Also sobald es etwas dunkler wird, habt ihr keine ernstzunehmenden Aufnahmen mehr. Außer eben Gegenlichtaufnahmen mit Restsonne, das ist noch in Ordnung. Aber es rauscht so viel, der ISO rennt euch sozusagen um. Aber was kann man noch sagen? Also es ist keine DSLR, das ist klar, wir haben keine Tiefenschärfe etc. Gut, das ist ja sowieso zu erwarten. Aber es ist für eine Low-Budget-Drohne eine sehr gute Kamera, die man auch für größere Filmprojekte brauchen kann. Tja, bleibt ja eigentlich nur noch der Akku. Leider hält dieser nur für etwa 10 Minuten Fliegen, das heißt nach viermal hin und her fliegen, ist das Ding leer. Das ist echt schade und zum Teil auch sehr, sehr nervig. Seid ihr gerade mitten im Projekt und dann ist der Akku leer. Aber zumindest Zusatzakkus sind nicht die Welt und sind relativ günstig. Betonung liegt hier auf relativ. Tja, alles in allem ist die Unique Breeze für knapp 400 Euro eine fliegende Kamera, die zwar nicht mit Profi-Drohnen mithalten kann, aber trotzdem reife Ergebnisse erzielt und als Einsteigerdrohne mehr als gut geeignet ist. Allerdings als reines Spielzeug würde ich sie eher nicht empfehlen, da man dort die gute Kamera einfach verschwendet. Die Packung suggeriert zwar eine Art Plug-and-Play-Funktion für die Drohne, allerdings müsst ihr euch schon wirklich mit den einzelnen Modi beschäftigen. Wenn ihr dann aber euch ein bisschen eingearbeitet habt, sollte es keine Probleme mehr bereiten und ihr könnt alles sauber und sicher bedienen. Tja, was sagt ihr jetzt zu der Drohne? Also für mich selber ist es mein Lieblingsequipment und es reicht für auch größere Filmprojekte für meine Zwecke völlig aus. Gefällt euch denn die Breeze? Oder seid ihr doch lieber Fan von den klassischen DJI,
GoPro jetzt und Co. Schreibt's mal in die Kommentare. Und bis dahin, tschüss.